herzlich willkommen zu Europa im Diskurs, der ersten Ausgabe hier im Burgtheater dieses Jahres. Die Reihe veranstalten wir schon jetzt seit 2008 mit unseren Kooperationspartnern, dem Institut für die Wissenschaften von Menschen, der Erste Stiftung und dem Burgtheater. Ich freue mich, dass heute so viele zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Alexandra Föderl-Schmidt. Ich bin die Chefredakteurin des Standard. Wir wollen heute diskutieren über das Jahr 1914 und seine Folgen. Hätte die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie sie häufig genannt wird, verhindert werden können? Und welche Lehren ziehen wir daraus? Hätte es ohne dieses Ereignis des Ersten Weltkriegs die Oktoberrevolution in Russland gegeben, hätte es den Kommunismus, den Zweiten Weltkrieg, die Aufteilung Europas gegeben? Und vor allem, was wollen wir mitnehmen für die Zeit jetzt, für das Heute, für das Zusammenleben in Europa? Viele Fragen, die wir jetzt auf der Bühne in den nächsten 90 Minuten diskutieren wollen. Und ich freue mich, Ihnen jetzt die Gäste vorstellen zu können. Ich beginne mit Frau Sribljanovic, Bibiana. Sie ist vorhin schon erwähnt worden. Sie ist geboren 1970. Sie ist eine der wichtigsten Dramatikerinnen Serbiens. Ihre Stücke wurden in mehr als 80 Sprachen übersetzt. Auch im Akademietheater wurde eines ihrer Stücke schon gespielt. Und im deutschsprachigen Raum wurde es vor allem bekannt durch die Kriegstagebücher. Damals, 1999, wurden sie im Spiegel veröffentlicht und sie schilderte die Auswirkungen der NATO-Bombardements auf Restjugoslawien. Derzeit in Wien ist ein Stück von ihr zu sehen, das den Namen Prinzip trägt. Dieses Grab ist mir zu klein. Es ist ein Auftragswerk im Schauspielhaus. Diese Werbung ist im Burgtheater hoffentlich für die Konkurrenz auch erlaubt. Es spielt das nächste Mal, sage ich jetzt gleich dazu, 5. und 6. Februar. Es geht, wie der Name sagt, vor allem um den Attentäter Gavrilo Princip, um die Umstände der Ermordung von Franz Ferdinand und seiner Gattin Sophie, die ein Auslöser dann für das Wettrüsten für das Kriegsgeschehen und schließlich den Ersten Weltkrieg waren. Ich freue mich, dass Frau Sribljanovic, die jetzt in Frankreich lebt, heute zu uns nach Wien ins Burgtheater gekommen ist. Herzlich willkommen. Danke. Neben ihr Eduard Habsburg-Lothringen. Er ist 1967 geboren, studierte Geschichte und Philosophie an der Katholischen Universität Eichstätt in Deutschland. Wie viele Habsburger ist einige im Medienbereich tätig. Er schrieb Drehbücher, habe ich gelesen, für die Soko Donau. Ist jetzt aber auch Medienberater und Ansprechpartner für die Presse der Diözese St. Pölten, allerdings nur Teilzeit beschäftigt, weil er im Moment etwas vorbereitet, was auf Servus TV zu sehen ist, und zwar Wie die Adeligen wohnen, eine Serie, die gerade läuft. Auch das eine kleine Werbeeinschaltung. Er stammt von der ungarischen Linie der Habsburger ab. Seine Vorfahrin war Gisela, die zweite Tochter von Kaiser Franz Josef und Sissi. Also er ist ein, ich hoffe, das stimmt, Urenkel dieses Kaiserpaares. Von dem jetzigen Chef de Famille, Karl, ist er gebeten worden, mehr oder weniger eine Sprecherrolle für das Haus Habsburg zu übernehmen, inoffiziell. Das können Sie ja dann richtigstellen. Was ist es dann? Sowas wie Kommunikation, aber sicher nicht Sprecher. Die meisten Habsburger sprechen sehr gerne selber. Okay, gut. Er ist Kommunikationsdirektor des Hauses Habsburg. Was ist das? Sowas in der Art. Okay, na gut. Es gibt, habe ich vorhin mir sagen lassen, rund 500, und er ist gerade dabei, Facebook-Gruppen der Habsburger und Ähnliches zu organisieren. Also das gehört zur modernen Kommunikation der Habsburger, die nicht selbst sprechen. Herzlich willkommen. Danke sehr. Timothy Snyder, er ist 1969 in Ohio in den USA geboren und er studierte Geschichte, promoviert in Oxford und ist Professor für Geschichte in Yale und außerdem ganz wichtig Permanent Fellow unseres Partners am Institut der Wissenschaften vom Menschen.
Er beschäftigt sich intensiv mit der europäischen Geschichte, vor allem Osteuropa, lernte, und das finde ich beeindruckend, 11 europäische Sprachen, um besser Quellenstudien betreiben zu können, unter anderem auch Deutsch. Also er wird heute auch Deutsch sprechen, teilweise, beziehungsweise Englisch, je nachdem. Er versteht aber Deutsch. Und er hat ein Buch geschrieben über einen ihrer Verwandten, Wilhelm von Habsburg, der der König der Ukraine sein wollte. Und er hatte auch ein Buch publiziert vor einigen Jahren, das eben sehr viel Aufsehen gesorgt hat, Bloodlands. Und zwar ein Buch, das die Zeit behandelt rund um den Zweiten Weltkrieg. Und zwar ist seine Ansicht, und das beschreibt er in dem Buch, dass eigentlich die meisten Opfer des Zweiten Weltkriegs im Osten waren. Also die Politik Hitlers und Stalins wird hier genau beschrieben. Und wir freuen uns sehr, dass ein international renommierter Historiker heute hier in Wien ist. Genauso renommiert international und vor allem als Militärhistoriker gefragt ist Manfred Rauchensteiner. Er ist Jahrgang 1940, war viele Jahre, und das ist vielen bekannt, Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums hier in Wien. Er hat viele Bücher verfasst, die zu den Standardwerken in Österreich mittlerweile gehören. Das letzte, will ich Ihnen nicht vorenthalten, handelt vom Ersten Weltkrieg und dem Ende der Donaumonarchie. 1222 Seiten. Und das kann ich jetzt ausplaudern, weil Sie haben es über Twitter der Öffentlichkeit mitgeteilt. Herr Habsburg hat probiert, dieses Werk in der Badewanne zu lesen und hat Gelenkstarre bekommen. Also eine Aufgabe, das zu lesen und noch viel mehr das Buch zu schreiben. Er hat viel geforscht und neue Erkenntnisse aus Archiven in London einfließen lassen. Schön, dass Sie da sind. Ich will mit Ihnen beginnen, Herr Rauchensteiner. Am 28. Juni 1914 war das Attentat in Sarajevo, und Sie schreiben, dass eigentlich schon am 30. Juni Kaiser Franz Josef entschlossen war, in den Krieg zu ziehen. Mehr oder weniger, schreiben Sie. Und der Krieg wurde herbeigeführt. Mehr noch, er wurde entfesselt, und Österreich-Ungarn war es, das die Fesseln löste. War dieser Krieg unvermeidbar? Ja, das ist die große Frage. Ist er unvermeidbar? Eine Frage, die sich bei jedem Krieg stellt oder bei jedem großen Ereignis, wo man nachher natürlich ein bisschen schlauer ist als vorher. Vermeidbar wäre er gewesen, vielleicht unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und ich greife ein Wort von Herrn Brüller auf, beziehungsweise auch etwas, was hier angeklungen ist, die Friedensordnung, die hier zerstört worden ist. Es hat vor dem Ersten Weltkrieg sehr wohl eine Friedensordnung gegeben. Sie rührt nicht zuletzt eben aus der Zeit nach den Franzosenkriegen her und ist durch den Wiener Kongress geschaffen worden. Und das wichtigste Gremium dieser Friedensordnung war das sogenannte Europäische Konzert, wo man sich darauf verständigt hat, in Fragen, wo es um eine europäische Krise gegangen ist, im Konferenzweg einen Ausgleich zu suchen. Und das ist genau der Punkt, wo man, glaube ich, einhaken muss. Dieses europäische Konzert, das spielt nur mehr Dissonanzen, das funktioniert nicht mehr. Und es ist auch gar nicht mehr der Wille vorhanden gewesen, 1914 zu einer friedlichen Lösung und dieses Konzert spielen zu lassen. Es gibt keine Konferenz, wo es also dann sehr spät noch einen Konferenzvorschlag gegeben hat. Und das ist etwas, wo wir einen Schritt weitergehen müssen und uns vergegenwärtigen sollten, dass es, glaube ich, nicht richtig ist, wenn wir jetzt mit dem Wort Kriegsschuld, das gerade in letzter Zeit häufig verwendet worden ist, um uns werfen. Es gibt sehr, sehr viele Kriegsursachen und diese Kriegsursachen führen uns in alle möglichen europäischen Regionen, nicht zuletzt eben auch auf dem Balkan, wo 1912, 1913 zwei Kriege gewesen sind, auf dem Balkan, wo Österreich-Ungarn natürlich sehr, sehr viele, auch die Habsburger Monarchie betreffende Interessen gehabt hat und wo immer wieder versucht worden ist, steuernd einzugreifen, friedliche Lösungen zu versuchen.
und wo sich halt zunehmend gezeigt hat, Frieden ist etwas, was in der Region mitunter als Vokabel schon schwer verstanden wird. Und daher ist wohl auch Kaiser Franz Josef Ende Juni 1914 zu der Überzeugung gelangt, eine viele Jahre hindurch versuchte friedliche Lösung würde nicht mehr möglich sein. Auch das Zusammenspiel der europäischen Mächte würde nicht funktionieren. Und daher gibt er den Weg in den Krieg frei. Ich meine also mit diesem Wort Entfesselung nicht etwas bezeichnen zu sollen, wo ich sage, also er ist derjenige, der jetzt dann blindwütig drauf losstürmt und diesen Krieg haben will. Er entfesselt ihn, er gibt den Weg frei, sodass eben jetzt dann wieder vielleicht eine europäische Ordnung geschaffen werden kann, die standhält. Allerdings, das ist nicht dazu gekommen. Und Österreich-Ungarn wollte bekanntlich nur einen Krieg gegen Serbien führen und keinen Weltkrieg entfesseln. Timothy Snyder, aus Ihrer Sicht war das Habsburgerreich, das war ja damals von vielen die Meinung, dem Untergang geweiht? So, ja, ich werde mich eher auf Englisch ausdrücken, weil das, was ich zu sagen habe, ist ein bisschen, also für mich selbst, kompliziert. Für Sie vielleicht nicht. Let me begin my answer on a slightly different level, because it seems to me that the question of the future of the Habsburg monarchy has to be understood against the context of all of the other empires. In 1914, Europeans and everyone else was still living in an imperial world, and most Europeans took for granted that empires could fight wars and continue as empires. That was the great mistake. That was the thing which turned out not to be true. So on the one hand, there were general problems, general tendencies that were pushing the Habsburg monarchy towards its own destruction. One of these tendencies had to do with empire and the world. So in 1914, the world was covered with empire. Now, that was perhaps a problem for the people who were subject to empire, but it was also a problem for the imperialists themselves. Because once the planet is covered with empire, where do you have your conflicts, right? Where do you fight your wars? In some sense, once the planet is covered with empire, then the empires are more likely to turn against themselves in Europe, which is precisely what happened. The other tendency which was dangerous for the Habsburg monarchy was, of course, the rise of nationalism in Europe itself, which from the Habsburg point of view is no abstraction. It's a concrete threat. If you were ruling the Habsburg monarchy, you must believe in multinationalism. You must believe in the possibility of cooperation among nations. You must believe that, because if you don't believe in that, your empire will fall apart. Every Habsburg ruler has to believe that there's some way for Croats and Hungarians, for Ukrainians and Poles, for Czechs and Germans to get along. That has to be a basic fundamental assumption. Now, insofar as nationalism is arising on the borders of the Habsburg monarchy, that's a problem. Italian unification was a problem for the Habsburg monarchy. German unification was also a problem for the Habsburg monarchy. In principle, because if the idea is that the world is going to be divided up into nations, the Habsburg monarchy will fall apart. But also in practice, because the Italian unification draws Italians from the monarchy towards Italy. The German unification draws Germans in the monarchy towards Germany. And if there's going to be a coming Yugoslav integration, which is what Serbia, after all, was aiming for, then that's going to draw South Slavs towards Serbia, South Slavs away from the monarchy. So the Habsburg monarchy was facing a very real problem with Serbia. Serbian nationalism wasn't just some regional problem. Serbian nationalism was a problem for the monarchy itself. So there were these general tendencies. Around the world, there were empires who had run out of territory. And Germany in particular could only find more territory in Europe. Within Europe itself, there was the problem of nationalism, and in particular, the Serbian problem. I tend to think, though, all the same, as a historian, that decisions matter.
The key to Habsburg's survival over the centuries was at the critical point to do nothing. The mistake that the Habsburgs made in the summer of 1914 was at the critical moment to do something. If the Habsburg monarchy had done nothing, it might have survived for a few more years or a few more decades, and then history could look entirely different. So there were general tendencies pushing towards war and the destruction of empires, to be sure. But there were also decisions that were taken in a moment of high emotion. And those decisions, I think, in the end, changed the world. Mrs. Rubljanovic, Ihr Stück wird derzeit im Schauspielhaus aufgeführt, Prinzip. Sie bezeichnen den Attentäter von damals auch in Interviews als Opfer, als Freiheitskämpfer, als Revolutionär. Deshalb überrascht die Rezeption des Stückes in Serbien. Sie wurden als Verräterin beschimpft. Waren Sie überrascht über diese sehr emotionalen Reaktionen auf dieses in Wien gespielte Stück? No, of course not. I'm never surprised to be called a traitor, and it's very strange that I'm always called a traitor of a different cause and a different nation. It depends where I stand at that moment. But I just wanted to go back just for a second to a point that Mr. Snyder said that one of the nationalism was the danger of the Austro-Hungarian Empire, and especially Serbian nationalism. I do agree that Serbian nationalism is always a danger. But I think also that in this particular situation, the multicultural idea of Yugoslavians was not in its base a Serbian nationalism, but Yugoslavian nationalism. And that was the idea to construct a modern nation which is based actually on a multicultural, multi-religious sources that will come together around not even the same language, because they had a different languages, you know, in Slovenia, in Macedonia, in different parts. But the heart of it was a Croatian and a Serbian idea of a new world, even new world order, which for me was a revolutionary idea at the moment. And that's why I am called a traitor over there. I mean, that's one of the reasons, because I really don't believe that the revolutionaries that killed Archduke Ferdinand were Serbian nationalists, but Yugoslavian nationalists. And that the moment was not only a freedom fighting movement, but the fact of the assassination was a tragic one. And I see this moment as a tragic moment of the history, not only of the whole Europe, but also for the nation of Yugoslavians. But at the same time, it was almost a necessary one, or the only possible solution for the freedom fighters at that moment. And I just strongly disagree that was a movement of the Serbian nationalism. I think that the Serbian nationalists did use revolutionary movement that exists that was much more emancipated than that. Herr Habsburg, Sie haben jetzt ein paar Mal den Kopf geschüttelt bei der Antwort. Nein, das ist nur ein interessanter Ansatz, den ich bisher noch nicht gehört habe, dass man von Serbien aus ein multinationales balkanisches Zusammenleben organisieren wollte. Das klingt jetzt ein bisschen anders, als was ich bisher gelesen habe, aber das ist ein interessanter Ansatz. Wie wird eigentlich in Ihrer Geschichte über dieses historische Datum diskutiert? Sie haben ja vorhin erzählt, Ihre Tochter, Sie haben 6 Kinder, hat Sie gefragt, ja. Jetzt kommt 2014, haben die Habsburger, sind die Habsburger schuld am Krieg, hat Ihre Tochter Sie gefragt. Das war eigentlich viel emotioneller. Sie kam von der Schule zurück aus dem Geschichtsunterricht und hat gesagt, Papi, stimmt das, dass die Habsburger schuld am Ersten Weltkrieg sind? Also ich auch. Und was sagt man dann? Ich habe festgestellt, dass ich eigentlich nicht wirklich eine Antwort geben kann, weil ich darüber nicht genug weiß. Ja? Und dann haben wir uns überlegt, auch in der Familie, dass es da draußen einige hundert Habsburger gibt, wo ich davon ausgegangen bin, dass die meisten nicht wirklich gewusst haben. Was sagt auch der Stand der Forschung heute? Ja, natürlich war mein erster Instinkt zu sagen, natürlich nicht, mein Liebling. Aber das ist nicht die richtige Antwort. Also habe ich die Antwort gegeben, die ein bekannter österreichischer Politiker mal gegeben hat. Es ist sehr kompliziert.
Dann habe ich angefangen zu lesen und nachdem ich ein großes Buch Clark gelesen hatte, habe ich kapiert, dass ich recht gehabt habe. Es ist sehr kompliziert. Und dann haben wir mit dem Karl zusammen auch beschlossen, wir sollten die Mitglieder unserer Familie auf der ganzen Welt, auch in Österreich, sensibilisieren für dieses Thema, das jetzt im Jahr 2014 auf uns zukommt. Viele von uns werden gefragt werden, wie steht ihr dazu? Nehmt ihr Verantwortung auf euch? Ist es eure Schuld oder nicht? Und deswegen bin ich auch sehr dankbar für diese Veranstaltung, weil das ist ein Prozess, der immer noch im Laufen ist. Wir hören zu, wir informieren uns. Ich habe zum Beispiel in den ersten zwei Statements bereits so viel gehört, was mich da bereichert hat in diesem Bereich. Die Frage, ob war die Monarchie eigentlich reif zum Auseinanderbrechen oder war es eigentlich ein positives Projekt des Zusammenlebens von Minoritäten. Die Frage, war es eine Entfesselung, war es eine Schuld, wollte Österreich, hat Österreich in Kauf genommen, einen großen Krieg oder war das wirklich nur auf Serbien konzentriert? Das sind wichtige Faktoren für dieses Gespräch, auch für uns als Familie. Da Sie ja, wie vorhin erwähnt, das Buch von Herrn Rauschensteiner, das 2,15 Kilo hat, in der Badewanne gelesen haben. Nicht nur in der Badewanne. Haben Sie ja auch die Stellen gelesen? Ja. Da beschäftigt sich eben Herr Rauschensteiner sehr intensiv mit Franz Josef und schildert, dass er wirklich eigentlich nur Zweiergespräche geführt hat und keine großen Beratungsrunden gehabt hat. Und er ist eben am 6. 7. Juli wieder zurückgefahren in die Sommerfrische nach Bad Ischl und hat eigentlich dem Ministerrat die Entscheidung überlassen, wo es dann wirklich um die Grundsatzfrage Krieg ja oder nein ging. Er hat sie für sich schon getroffen, aber er war dann bei dieser entscheidenden Sitzung nicht mehr dabei. Wird über die Rolle von Franz Josef diskutiert, auch der Gestalt, wie Rauschensteiner beschreibt, ja, es gab eine Reihe von Handlungen, die nachträglich zur Feststellung führten, hätte man doch anders gehandelt. Ja. Also ich bin natürlich kein Historiker und ich habe mir mein Wissen viel auch angelesen. Ich habe den Eindruck, und das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass Kaiser Franz Josef gerade in seiner späteren Phase sich sehr auf das verlassen hat, was seine Regierung und die Menschen, die er eingesetzt hat, ihm vorgeschlagen haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er vielleicht, weil er in dieser Sache möglicherweise sich befangen gefühlt hat durch den Mord am Thronfolger, sich noch mehr verlassen hat auf seine Regierung. Und ich glaube, es ist völlig klar auch heute, dass er bereits sehr früh für sich entschieden hat, dass die Antwort diesmal wohl eine Aktion gegen Serbien sein muss, nachdem es über Jahre anders gegangen ist. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo ich herauslesen kann, dass er bereits mit dem festen Entschluss aus Ischl gekommen ist. Aber er ist sicher, als er dann in die Gespräche eingetreten ist, auf eine dermaßen stabile Front von allen anderen gekommen, die gesagt haben, es ist klar, es kann nur so gelöst werden, dass für mich der Unterschied nicht sehr groß ist. Hat er das selber für sich entschieden oder hat er sich beraten lassen dahingehend? Es war jedenfalls ganz früh klar, ein Krieg gegen Serbien, oder? Ich gebe die Frage gleich weiter an Herrn Rauschensteiner. Ja, es ist richtig, dass Franz Josef wohl schon mit dem Vorsatz nach Wien gekommen ist, dass er dem Krieg keine Hindernisse in den Weg legt. Drücken wir es einmal so vorsichtig aus. Allerdings er ist auch in den Jahren davor wesentlich kriegsbereiter gewesen als zum Beispiel der Erzherzog Franz Ferdinand, der gerade im Fall Serbiens ein strikter Kriegsgegner gewesen ist, aus gutem Grund. Franz Ferdinand hat sehr wohl an die Reformierbarkeit der österreich-ungarischen Monarchie und an ihre Überlebensfähigkeit geglaubt und hat gemeint, das nur in der Weise dann auch bewerkstelligen zu können, dass es diesen Fortbestand gibt, wenn er Österreich-Ungarn außenpolitisch so absichert, dass er seine innenpolitischen Reformen durchziehen kann. Und da war ja wohl sein wichtigstes Argument, er sucht den Ausgleich mit Russland. Und da Russland so unverbrüchlich Schutzmacht Serbiens war, wäre es ja ein völliger Irrsinn gewesen, über Serbien herzufallen und damit Russland herauszufordern. Das hätte das gesamte Gebäude zusammenstürzen lassen. Für Franz Josef hat das so nicht gegolten. Franz Josef lebt vielleicht auch altersbedingt stärker dem Augenblick. Er hat keine große Perspektive mehr. Er hat eine unbestimmte Anzahl von Wochen, Monaten oder vielleicht auch noch Jahren zu leben. Und es ist bei ihm wahrscheinlich auch sehr viel Resignatives ins Spiel gekommen, sodass er eben diesen Weg in den Krieg freigegeben hat. Nur, was Sie ansprechen, das ist natürlich auch wichtig.
man widerspricht ihm nicht. Es ist lediglich der ungarische Ministerpräsident, der ein gewisses Zögern erkennen lässt. Aber Franz Josef hat zum Beispiel einen Teil seines Tages, Nachmittag vornehmlich, damit zugebracht, dass er sich hat die wichtigsten Zeitungsausschnitte vorlesen lassen. Und die Zeitungen sind einhellig eigentlich dafür gewesen, dass man eine militärische Lösung anpeilt, beziehungsweise eben jetzt ein entschlossenes Handeln erkennen lässt. Weil das haben sehr, sehr viele als denkbar unbefriedigend empfunden in Österreich-Ungarn, dass man immer nachgegeben hat und dass man eben jetzt sehr wohl eine durchaus weiche Politik gemacht hat, die nicht zuletzt auch eine Politik des Kaisers, aber auch der Außenminister gewesen ist. Beide Außenminister in Folge vor dem Krieg waren Kriegsgegner bis zum Mord in Sarajevo. Frau Srbljanović, das ist wieder ein Stichwort, wo ich auf Sie zukommen möchte. Dieser Mord in Sarajevo, wie wird der im heutigen Serbien diskutiert? Wie verläuft der Diskurs? Das vorhin schon erwähnte Buch von Christopher Clark, Die Schlafwandler, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, zeigt eine Sicht, die in Serbien auf heftige Reaktionen gestoßen ist. Und zwar Christopher Clark sagt eigentlich sehr deutlich, auch wenn er im Interview mit Hans Rauscher die Bezeichnung Schurkenstaat für Serbien zurückweist, aber eigentlich weist er Serbien sehr klar eine Mitverantwortung zu. Und über dieses Buch gab es jetzt heftige Debatten. Sogar der Staatspräsident hat reagiert und es heftig zurückgewiesen. Wie verläuft der Diskurs in Serbien über das Jahr 1914 und die Involvierung Serbiens? You know, when they have a situation that the political officials, and especially like the president or even the people of the government, responds to the historian and to the book, then you know that you have a problem, you know, because it's not a political decision to write a history or the arts, you know, and that's why I'm interested in. And you know that they are trying to solve a problem of today's Serbia, talking about the history of Serbia. So this is really not in my focus. I personally dislike this book because I found it, like the narrative, I found overly melodramatic, you know. And, you know, as a style, I didn't like it. But I didn't like it because I'm not a historian, I'm an artist. And when I was asked to write a play about the First World War, the Schauspielhaus didn't even tell me write about Princip or write about the assassination in Sarajevo. The first reaction, my personal gut's reaction was, I'm interested in an assassination, and I'm not interested in that as a historical moment. I'm interested in what it is telling us about today's Serbia or today's Europe. And why do we have a long history of political assassinations, which are so important for the Balkans? And where is the root of the violence? And how come that this is our heritage, you know? So I was thinking about it politically, but as an artist. And also I was surprised that I really didn't know anything about it. You know, I couldn't go to the show quiz to answer the questions about the assassination in Sarajevo because I only saw like two movies. That was a history of Yugoslavia, and it was not even covered in the popular culture, you know. And for me, it was strange that we had a street in Belgrade named Gavrilo Princip Street. At the same time, you knew that he killed a man and his wife. And how come that you have a name, you name the street, you give a name to a street after an assassin, you know? So these things were really, really important for me. And when I was trying to dig in to clear the historical parts, I just saw more and more things that they were telling me about today's Serbia and our today's problem and cultural, political, and even mentality problems that I wanted to solve. So I cannot give you an answer which will be like a clear answer. I just think that the idea of Princip and the revolution in 1914, the attempt of the revolution,
was abducted by nationalists and above all Serbian nationalists in the beginning of the wars of the 90s. And that was the first moment that my generation heard about Gavrilo Princip again, except having this street where you have prostitutes in Belgrade. So it's a very, you know, shabby street where you don't go and you don't want to live, and you just go if you want to do something illegal. And then you have this guy who suddenly became a national hero for killing a man and a woman. So that was a question that was really triggering my imagination, and I was trying to put myself in this position and to find out what's the soul of a revolutionary person. And is it true that the revolution always eats its own children? And I think it's true. Glauben Sie, dass jetzt eine Debatte angestoßen wird über möglicherweise die Umbenennung der Gavrilo-Princip-Straße? Oh, not at all. You know, you have the same thing in Sarajevo at this moment. I went to Sarajevo just for the play, you know, and it was my first visiting of Sarajevo after the war, so almost 20 years or something. And I was really, I felt really emotional, and I went to the place where Gavrilo Princip stood to kill Franz Ferdinand. And as we all know, it was more or less by mistake that it was there. And then after the Second World War, they decided to put his feet there in the ground and to mark this place. As and then when the war in Sarajevo started, the first thing they did, they broke this monument, you know, and then they throw it away. And now they made the monument again, but they keep it inside to be sure. And for me, the thing was, I put my feet in this, you know, marks of the Gavrilo Princip feet. And he was such a small person that I had the same size, you know, shoe size. And I put myself in this position to think, what am I doing here, you know? Could I do that? And I personally could not do that. But the thing that about this small guy, these small feet, these traces of this person, you could have so many wars. It's for me unimaginable and very important artistically and humanly. Herr Rauchensteiner, ganz kurz, Sie haben vor kurzem versucht, das Grab von Gavrilo Princip zu finden und haben es auch gefunden. Ich kenne Sarajevo seit Jahrzehnten. Ich kenne auch diese Spuren auf dem Gehsteig, die jetzt in dem Museum drinnen sind. Also es ist nicht total entfernt worden. Aber ich war zum ersten Mal auf der Suche nach dem Grab von Gavrilo Princip und habe meine Überraschungen erlebt. Es ist wahrscheinlich bekannt, dass Gavrilo Princip nicht hingerichtet worden ist, sondern er ist nach Theresienstadt gekommen und war dort in ein Militärgefängnis. Spielt eine große Rolle im zweiten Teil. Anfang 1918 an der DBC gestorben ist. Er bleibt dann, ist dort begraben worden, bleibt dann in Theresienstadt bis 1920. Dann ist er exhumiert worden und in Sarajevo begraben worden. Und er und der zweite Attentäter, also das Handgranatenattentat durchgeführt hat, die haben zwei nebeneinander liegende Gräber an dieser Straße bekommen. Und jetzt ist etwas Merkwürdiges passiert und das kann ich mir bis jetzt nicht erklären. 1984, also sehr wohl noch in der jugoslawischen Zeit, wo sich die jugoslawische Identität, wie Sie eben gemeint haben, sehr stark an Princip orientiert hat und daraus ableitet, hat man die Gräber beseitigt, weil die Straße verbreitert werden musste. Die Gräber sind dann in eine nahegelegene Aufbahrungshalle gekommen, weil dort ein Friedhof ist. Und dann hat man die Särge irgendwo in den Boden eingebracht und drüber betoniert. Sie können heute nicht feststellen, hier und da liegt Gavrilo Princip. Und das fand ich eben deswegen interessant, wiederhole mich, weil das nicht vielleicht irgendwann einmal nach 1995 gemacht worden ist, sondern 1984 vom alten Jugoslawien. Wenn wir uns jetzt ein bisschen noch weiter bewegen, Timothy Snyder, Sie haben in einem Standard-Interview mit Michael Freund für die Schwerpunktausgabe zu 1914 gesagt, eine der
direkten Folgen des Krieges sei gewesen, dass dieser die Karriere von Menschen wie Lenin, Stalin oder Hitler ermöglichte, die unter anderen Umständen keine Karriere gehabt hätten. Wie haben Sie das gemeint? Well, this is one of the major consequences of the war itself. The war, as it begins, is a regional Habsburg-Serbian war. And the Habsburgs would have been very happy to fight a war against Serbia. It would have been harder than they thought, but they probably would have won. But instead, the Habsburgs end up fighting the Serbs and the Russians. Then the Germans come in, the French, the British, and we have a world war. The strange thing about the world war, though, is that the great powers of the world, the British, the French, the European powers that have maritime empires, they win. Their empires continue. The empires whose possessions are European, the Central European empires, the East European empires, the Habsburgs, the German Reich, and the Russian Empire in a different way, they're either defeated and disintegrate, or they disintegrate during the war. So the consequence of the First World War is that one kind of imperialism goes away. Your intra-European imperialism, land empires, disappears. Whereas another kind of imperialism, maritime imperialism, world imperialism, global imperialism, continues. And then the great question becomes, what kind of politics you're going to have in Central and Eastern Europe, where the empires have been destroyed in this horribly bloody war, where the people who believed in the multinational Habsburg monarchy were largely killed at the front even before the state was destroyed, where the Russian Empire discredits itself through defeat and is replaced by revolutionaries, where the German Reich is forced at Versailles, essentially, to become a republic with smaller borders. What then is going to arise? The answer that comes from the West is that we're going to have a series of nation states. This is unsatisfactory for many of the people concerned. And of course, it's the war itself which makes people like Hitler and like Lenin plausible. It's the notion that something greater has to come from all of this suffering that unites all the radical movements. No one wants to watch 17 million people die in the name of ideas that no one cares about. When so many people die, there's a hunger for it to make some kind of sense. There's a hunger for it to be the beginning of something greater than a nation, greater than a republic. And the Russian revolutionaries and the German revolutionaries in different ways exploited that. But beyond that, the war destroyed a functioning world economy. And in that way, it set the stage for a Great Depression. And that Great Depression then allowed a revolution in Germany. And it also gave arguments for Stalin for continuing the revolution in the Soviet Union. So the way to think about it is that the First World War allows Germany and France to persist another few decades, but it changes completely the rules in Central and Eastern Europe. It makes all kinds of things possible that never would have been possible before. Wenn man jetzt noch mal einen Schritt weiter geht und in Richtung Zweiten Weltkrieg blickt, Herr Habsburg, wie ist Ihre Einschätzung? Der Erste Weltkrieg wird von vielen Historikern ja als Vorläufer bezeichnet und musste, weil viele Probleme nicht gelöst wurden, endgültig in einen Zweiten Weltkrieg münden. Ist das eine Sichtweise, die Sie auch aus der Lektüre teilen? Ich habe mich jetzt im Vorfeld sehr stark mit dem Ersten Weltkrieg befasst, aber ich glaube schon, dass eine Unrundheit, eine Unruhe hereingekommen war nach Versailles, nach dem Ersten Weltkrieg, die dann über die Nationen, die dann entstanden sind, danach und sozusagen sich profiliert haben, sicher in den Zweiten Weltkrieg geführt hat. Man redet ja manchmal vom 30-jährigen Krieg des 20. Jahrhunderts. Also für mich führt die Linie nach dem Ende des Ersten Weltkriegs schon relativ direkt in den Zweiten. Aber da muss ich wirklich die Historiker fragen, da bin ich keiner. Herr Rauchensteiner, Sie lassen das in Ihrem Buch eigentlich auch offen. Also Sie beschreiben beide Sichtweisen. Welche ist diejenige, die Sie jetzt am meisten befürworten und begründen können? Es ist wohl klar, dass von einem historischen Ereignis, noch dazu von einem Großereignis, immer wieder Verbindungen in das nächste hinüberreichen. Das ist in der Geschichte etwas ganz Selbstverständliches. Es ist
natürlich im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Nationalsozialismus, mit Bolschewismus sehr einladend, direkte Linien vom Ersten in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Aber ich glaube, also so ganz einfach geht es nicht. Ich sehe eigentlich ein wesentlich anderes Problem, das uns auch dann schon über den Zweiten Weltkrieg hinaus führt. Und da können wir sowohl zurückgreifen als auch vorgreifen. Ich habe eingangs gemeint, es hat also sehr wohl etwas gegeben in Europa, das funktioniert hat, das sogenannte europäische Konzert. Und das ist 1914 dann nicht mehr existent. Nun findet sich nach dem Krieg ein neues Europa. Und die Siegermächte tun etwas, was man gerade nach den Franzosenkriegen im Verlauf des Wiener Kongresses nicht gemacht hat. Sie haben durch Ausgrenzung versucht, diese neue Ordnung zu schaffen. Und das war das Problem. Denn alle jene, die ausgegrenzt worden sind, und das sind die Deutschen, die Österreicher, die Russen, wenn immer sie auch jetzt dann noch dazu nehmen wollen, sie beginnen ihre eigenen Wege zu gehen und sie zögern natürlich auch nicht, Ablehnung zu formulieren und mit Ablehnung zu reagieren. Und damit ist also die nächste Eskalationsstufe wahrscheinlich schon unvermeidlich gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg geht man den Weg, den man schon nach den Franzosenkriegen gegangen ist, den Weg der Integration. Und dort halten wir wohl auch gegenwärtig und sollten uns, glaube ich, sehr wohl mit Blick auf den Ersten Weltkrieg sagen, das Ausgrenzen kann nicht die Lösung sein, nur die Integration kann sein. Frau Soprianovic, viele, Sie dürfen ruhig klatschen. Sie selbst haben jetzt auch schon ein paar Mal Bezug genommen auf den Jugoslawienkrieg, 90er Jahre, auch an den Grenzen von Österreich wurde geschossen. Für viele ist eigentlich der Erste Weltkrieg, das ist eine durchaus gängige Sicht, zu Ende mit dem Fall des Eisernen Vorhangs der Berliner Mauer. In Jugoslawien ging es aber erst in den 90er Jahren richtig los. Jetzt für Angehörige Ihrer Generation ist eigentlich der Jugoslawienkrieg nicht sehr viel präsenter als der Erste, Zweite Weltkrieg? Then the Second World War, of course, Yugoslavia, it depends, you know, for my generation, and I'm the generation, I'm a doomed generation, I'm 43, and I was young in the times of the four Yugoslavian wars, from Slovenia to the last one in Kosovo and bombardment of Yugoslavia. So I'm this lost generation, we just didn't exist it anymore. So now you have a new generation of my students that were born basically after the whole wars, you know, after everything, so they don't even want to know about it. They don't know about it, they don't know the whole truth, because the history is not written yet. Was and wollen Sie nicht wissen, über den Weltkrieg oder über den Jugoslawienkrieg? No, Yugoslavian wars. And the First World War is a good opportunity as a narrative to be used to explain all the, you know, painful points that were never explained about Yugoslavian war. You know what I mean? It's, you know, they're trying to explain that, you know, Serbs were again on the right side. I'm talking about the like, nationalistic narrative, on the right side as we were in the First World War. But I think that the history is so much more complicated, luckily for all of us. And politically speaking, it's so not true. And the First World War, and especially the assassination in Sarajevo, has so much more to do with the communist revolution in the Second World War in ex-Yugoslavia than with the Serbian nationalism, you know, blossoming in the 90s. And for that matter, it's very important to know that in between the two world wars, Princip was not really so much more mentioned, you know. And then after the Second World War, in 55, I think, he became, in a way, rehabilitated and then
He was again mentioned in the history as a national hero, but Yugoslavian hero, you know, someone who was a left-wing revolutionary and someone who was a source of this communist Yugoslavia at the moment of the 50s and the 60s. And the street that I mentioned was given to him and his name by the communists. So that was the logical connection. And today we still have so many painful points in the history of the last 20 years, I insist. So it's not only the 90s of the war, but we also have this history of Serbia from the year 2003 when we killed our prime minister in the more or less same kind of urban. Yes. And that's what I was trying to say also in my play, to connect this political violence, this tradition of political violence going all the way through the 20th century to the 21st century. So we have so many painful points in the history of the last 20 century, the last 20 years, that we still are, as a society and intellectuals, are not capable to deal with, that we are using the narrative of the First World War to talk about the present time. I think we all do. Glauben Sie, dass diese Form von Nationalismus... Glauben Sie, dass diese Form von Nationalismus überwunden werden kann in einem gemeinsamen Europa? Serbien beginnt in 2 Tagen, 21. Jänner, in Brüssel über den EU-Beitritt zu verhandeln. Do you want an intelligent answer or do you want a revolutionary answer? You can give us both. Yeah. Me as a revolutionary, I would say yes, of course. And me as an intelligent person, I would say never. You know. Could you a little bit elaborate on the second part, please? I think that the tragedy of the multinational society is multinational society. And as we are not emancipated from the notion of nation, and not even in Europe, no one is emancipated. You know, European Union never emancipated societies from the notion of nation. It is still a collective of multinational countries, or it's a form of multinational organization. But you still have this notion of nationalism inside, so you tolerate each other. So Germans respect French, and French respect British, more or less, or not, you know? But you still have this, you know, force inside of you that, you know, I'm a French citizen now, and I'm supposed to call myself French. I'm not, because I'm everything but French. And especially in Balkans, where you have a bloody solution for everything. You don't have this like noble Richelieu solution, but you just like, you know, take out the gun and kill someone. If you still have a notion of a nation, you will never have peace. Herr Habsburg, Sie waren damals Anfang 20, als Ihr Onkel Otto Habsburg das Pan-Europa-Picknick organisiert hat, das eben den eisernen Vorhang ein großes Loch reingeschlagen hat. Und viele nutzten damals, 89, eben die Möglichkeit, als DDR-Bürger eben über die österreichisch-ungarische Grenze in den Westen zu kommen. Sie waren eben damals dabei, gemeinsam mit Walburga Habsburg. Glauben Sie, damals das miterlebt habend, dass sich so etwas wie eine europäische Identität herausbilden wird? Ich sehe das ein bisschen positiver als meine Nachbarin. Ich glaube wirklich, dass das europäische Projekt die Antwort auf Nationalismen ist. Und so mühsam jede einzelne Beschlussfassung in Brüssel oder Straßburg, jede einzelne Debatte, jede stundenlange Kompromisse, die in der Bevölkerung als mühsam angenommen werden, erkämpft werden, so wunderbar sind sie, weil sie einen hindern, Konflikte auf andere Weise auszutragen. Ich glaube, wir sind gerade in der Phase, wo wir anfangen, die Nationalismen wirklich zu überwinden. Ich bin da sehr optimistisch. Das hat aber nicht funktioniert, solange der eiserne Vorhang da war. Und Otto Habsburg hat sein ganzes Leben als Parlamentarier immer dafür gesorgt, dass bei allen Debatten über Mittel- und Osteuropa ein Stuhl
leer geblieben ist, um zu sagen, wir sind erst Europa, wenn auch die andere Hälfte Europas dabei ist. Dafür hat er gekämpft. Und ich erinnere mich, als ich 20 war, war der eiserne Vorhang unüberwindbar. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die meisten von uns haben sich nicht vorstellen können, dass der je weg sein wird und dass die Länder auf der anderen Seite jemals dazugehören werden. Heute muss ich meinen Kindern erklären, was der eiserne Vorhang ist und dass da mal eine Mauer war. Also damals war er eigentlich ein Visionär. Und was er gemacht hat, war, dass er organisiert hat, ganz schlichtweg als Zeichen gegen diese Trennung Europas, ein Picknick auf der ungarischen Seite der Grenze zwischen Österreich und Ungarn bei Schopron, wo die Paneuropa-Union Ungarn die Paneuropa-Union Österreich treffen sollte. Und damit das möglich war, musste man vorher aushandeln, dass die Österreicher über einen ganz kleinen Grenzübergang in der Nähe von Schopron herüberkommen durften und ein Tagesvisum bekommen durften von den 5 Grenzbeamten, die dort waren. Was aber gleichzeitig passiert ist, ich weiß das genau, weil ich war damals 6 Wochen in Ungarn, um die Sprache zu lernen, mit meiner Cousine Walburga, war, dass in Budapest und in vielen Stellen in Ungarn, in Lagern, jede Menge Bürger aus der ehemaligen DDR damals aktuell gewartet haben auf eine Chance, irgendwie in den Westen zu kommen. Und in diesen Lagern hat die Paneuropa-Union Flugblätter verteilt, wo sie geworben haben, kommt doch zum Paneuropa-Picknick. Und das war einfach ein nettes Event an einem alten Wachturm mit der Paneuropa-Fahne und es waren einige 100 Menschen da. Und dann gingen wir alle zu dieser Grenzstation und während wir diese Reden hielten, hatten sich dort 660 Deutsche versammelt und der Grenzbeamte hat mir nachher, nachdem wir also unser Stück aus dem Zaun geschnitten hatten, erzählt, er hatte die Wahl zu versuchen, zu 5 diese 660 aufzuhalten, zu schießen oder sich umzudrehen und wegzuschauen. Der hat das gemacht, es war vielleicht ein Fall von nichts machen ist die beste Lösung. Das Tor hat sich geöffnet, 660 Deutsche sind in die Freiheit gekommen, in den nächsten Tagen noch viel mehr. Es sind dann noch, ist das Tor wieder geschlossen worden, aber 3 Monate später, etwa am 9. November, bin ich im Auto gefahren und habe gehört, dass die Mauer gefallen ist. Also der Moment war großartig und ich glaube, davor habe ich es auch meinem Onkel nicht wirklich abgenommen. Danach habe ich geglaubt, jetzt ist der Moment, wo Europäer untereinander keinen Krieg mehr führen werden. Was haben Sie Ihrem Onkel nicht abgenommen? Ich habe ihm nicht abgenommen, dass Europa je auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs zusammen die Zukunft gestalten wird. Und das tun wir jetzt. Wir tun es mühsam, wir tun es mit all den kleinen Mühen, die ja auch in der ausgehenden Monarchie im Parlament, der Versuch verzweifelt, allen etwa gleiche Rechte zu geben, die in der Bevölkerung nicht sehr geschätzt werden. Man murrt über Europa. Aber es ist ein großes Projekt und es ist für mich das stärkste Zeichen gegen Nationalismus. Timothy Snyder, jetzt, wenn wir uns die Europäische Union anschauen, es sind auch Staaten Ex-Jugoslawiens Mitglied, Slowenien, Kroatien, jüngstes Mitglied. Sie betonen immer wieder, dass die Ostländer eigentlich diejenigen sind, die am stärksten für das europäische Projekt kämpfen. Die kleinen EU-Staaten, gerade im Osten, sind sehr proeuropäisch orientiert. Ist das auch eine Versicherung gegen Nationalismus und eine der Lehren aus dieser Zeit davor? It is interesting, the wisdom that you sometimes find in Eastern Europe. One doesn't look at Ukraine or Poland from Vienna or Berlin or Paris and say, yes, those are nations full of wise, moderate people, right? And yet you see something interesting, as Edward von Habsburg has already mentioned. After 1989, what did the Poles and the Czechs and the Hungarians and the Lithuanians talk about? They talked about a return to Europe. It wasn't Brussels or Berlin or Paris who talked about a return to Europe in 1989. In 1989, the West Europeans said, could you please leave us alone? In 1989, in general, I mean, with the exception of the Habsburgs and a few other eccentrics, the consensus in Western Europe was, we are very busy right now. We understand that, you know, revolutions are happening, but we have some other work to do. Don't you know we're unifying our currency? This is what was happening in 1989. It's all turned out very nicely, so we can forget it, but it's crucial that when you're outside of the European Union,
you see some of its basic virtues. So the Poles, the Czechoslovaks, the Hungarians, and others understood something fundamental about the European Union, which people inside can forget. Inside, you can complain, oh, there's all this bureaucracy, the French don't understand us, and so on. You can complain. But from the outside, you see this continent, which has been racked by war, right, from which these horrendous wars have begun. From the outside, you see that here is a zone of peace and prosperity, and you want in, and it's rather simple. So, and you see the same thing if you pay attention in Kyiv today, where while in Europe people are protesting against this or that thing, right? Inside the European Union, if there's a protest in Athens or Madrid, it's against something happening in Europe. Whereas beyond the European Union, in Kyiv, you have literally hundreds of thousands of people asking for a trade agreement with the European Union. So there's something very interesting. There's a wisdom that you can see from the nation state. And it gets back to something very fundamental. I see the tragedy of the nation a little bit differently. The tragedy of the nation is a bit like the tragedy that we all have. We would like to be self-sufficient. Each of us would like to say, I can do everything all by myself, right? And until we're 3 years old or 13 years old, or in some cases 93 years old, we believe that. We really believe we can do it all by ourselves. That's what nationalism is. It's a kind of narcissism. It says everything in ethics, in politics, in the military, in economics, I can take care of all by myself. And that was the logic of national unifications. There's nothing special about Serbia. Serbia and Italy and Germany are all basically the same. The logic is we expand outwards, we admit that people are a little bit different than we are, but there's no higher logic than the nation. Nothing is beyond that. That's very powerful, and it turns out to be wrong, right? It turns out to be wrong. At the end of the day, the tragedy of the nation is you have to accept that you need help. No matter how beautiful your poetry is, no matter how coherent your history is, no matter how wonderfully you can play on the national instrument, at the end of the day, you need help. And the help is always going to be boring, and it's always going to involve strangers in long and long meetings. So it's very important for us to see that there is a kind of tragedy here. You'll always feel more at home by yourself, right? But you will always be safer and more prosperous when you allow those other people to help you organize your life. Bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist mir aufgefallen, dass Sie beide als Historiker ein bisschen einen anderen Blickwinkel haben, was die Lehren aus der Habsburger Zeit für die heutige EU betrifft. Timothy Snyder hat einen, und das mag vielleicht dem Blick aus der Ferne geschuldet sein, wo man Europa ja durchaus positiv auch beurteilt, das europäische Projekt European Dream, Jeremy Rifkin zum Beispiel. Sie, Herr Snyder, sagen, man kann eigentlich sehr viel daraus lernen und das Habsburger Reich hat eigentlich sehr gut funktioniert. Sie nennen eine starke Integrationsfigur, in dem Fall den Kaiser, das Parlament und, für mich überraschend, eine Offizierskaste, die funktioniert, und Sie plädieren eigentlich für den Aufbau einer europäischen Militärakademie als Lehre aus der Habsburgzeit. Warum? So, I don't want to idealize the Habsburg monarchy. What I want to do is I want to avoid the mistake that most, I think, Americans and British and French people make, which is to say, because it was multinational, therefore it was doomed. Because it was multinational, we who come from more national societies can try to learn something from it. It's striking, for example, that when Woodrow Wilson, our president, made his speech about the 14 points, right, about national self-determination for Europe, he was making it to a joint session of Congress in which there was not a single woman, and of course not a single American Indian, and not a single African American, right? He was talking about the national self-determination of Europe to a racially segregated legislature. Right? So my perspective is from a distance, and in that sense, I try to look for things that we could learn. The Habsburg Parliament was multinational. The Habsburg officer class was also multinational when the American one was not. So I try to look for things that we can learn. That much is true. And the fundamental lesson, I think, that one gets from the Habsburg monarchy is that there has to be a class of institutions and also a class of bureaucrats, a class of officers and officials
whose loyalty is not only to the nation. It's right that we all have our national sentiments and our national weaknesses, but the Habsburg monarchy had a level where national differences could be resolved, and that was parliament, and that was a series of very boring legal compromises, and that had groups of people, officers, military officers, bureaucrats, very often Jews, very often Germans, but people from other groups as well, who constituted that level. The fundamental lesson is that you have to have that level. Nations will always, in periods of crisis, arouse emotions. The crucial thing about the Habsburg monarchy is that so long as it lasted, there was a Kaiser, there was a parliament, there was a constitution where those crises could be addressed. The problem with Europe in the Nachkriegszeit is that there was no such level. The European Union now provides that level, and for all of its problems, that's why it's important. Herr Rauchensteiner, Sie haben geschrieben, man kann noch hoffen, dass Europa nicht den Weg der Habsburger Monarchie geht. Also eine deutlich pessimistischere Sicht. Ja, das ist der Blick von hinten gewissermaßen. Vom Ende her sieht natürlich manches ein bisschen anders aus. Ich würde aber auch hier einen weniger positiven Ansatz suchen. Vielleicht ist es genau das Problem, das Herr Schneider anspricht. Von außen schaut manches ein bisschen besser aus als von innen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass dieses Konglomerat von Nationen, das Österreich ausgemacht hat, bis 1867 relativ gut funktioniert. Das Problem ist in dem Augenblick virulent geworden, wie Österreich-Ungarn eine Teilung erfahren hat und durch den Ausgleich eben dann in Österreich und Ungarn zerfallen ist. Und da gilt eben nicht mehr, wir haben zwar einen gemeinsamen Monarchen, wir haben eine Verfassung, aber wir haben nicht mehr ein Parlament, wir haben zwei Parlamente, wir haben zwei Regierungen. Alles ist dupliziert. Und ab dem Augenblick ist es erstens einmal fast unregierbar geworden und zum anderen sind jene, die eben nicht diese Vorzüge genießen konnten, wie die Deutschen in der österreichischen Reichshälfte und die Ungarn in der ungarischen Reichshälfte, sind alle anderen natürlich bestrebt, ähnliche Rechte zu erlangen, beziehungsweise sich gegen die dominierenden Nationalitäten durchzusetzen. Und das lässt mich aber dann sehr wohl wieder auf Lehren kommen und auf meinetwegen eben auch Überlegungen, die das Europa von heute betreffen. Wir reden fallweise davon, dass es vielleicht ganz vernünftig wäre, Europa in eine Nordgruppe und eine Südgruppe zerfallen zu lassen. Da hätten wir dann Österreich-Ungarn. Weiß nun nicht, in welcher Reichshälfte wir dann zu liegen kommen würden, in der ungarischen oder in der österreichischen. Das kann man sich dann aussuchen. Aber dass das nicht gut wäre und dass das den Zerfall einleitet, das scheint mir also gerade mit Blick auf Österreich-Ungarn bis 1918 evident zu sein. Ich möchte jetzt die letzte Runde einleiten und Sie einladen, ein kurzes Fazit zu ziehen. Herr Rauchensteiner, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Was sind für Sie, kurz zusammengefasst, schwierige Frage, ich weiß, die zentralen Lehren von 1914 für heute? Zentrale Lehren für heute aus 1914 ziehen zu wollen, ist wahrscheinlich nicht ganz leicht, weil die Situationen so gänzlich verschieden sind. Wir haben auch unterschiedliche Herangehensweisen und vielleicht gibt es auch ein bisschen Realitätsverweigerung. Da fange ich wieder bei uns an. Es hat wohl den Anschein, als ob man in der politischen Sphäre, jetzt rede ich nicht von Historikern, so tut, als ob das Jahr 1914, 2014 keine besondere Rolle spielt. Es wäre ohne Einfluss auf die aktuelle Politik, es hätte keinen Einfluss auf das Handeln der politischen Verantwortlichen. Und daher stellen wir doch einen gewissen Rückzug der Politik fest, die sich dem Jahr 1914 verweigert. Das ist in anderen europäischen Staaten so überhaupt nicht der Fall, vor allem nicht in Frankreich, das vor 3 Jahren etwas schon intensiv angefangen hat, über das Jahr 2014 nachzudenken und sich auch eine ganze
Reihe von Staaten gewünscht hat, die an diesem gemeinsamen Gedenken mitwirken sollten. Österreich war ursprünglich interessanterweise nicht dabei, das ist vergessen worden. Mittlerweile sind wir wohl auch von den Franzosen eingeladen. Aber da zeigt sich eben etwas, das nicht uninteressant ist. Frankreich hat auf diese Weise auch eine Art Führungsanspruch deutlich gemacht und geht in die Richtung, dass es eben sehr wohl im Umweg über die Geschichte an seine Bedeutung, die durchaus gegenwärtig ist, anknüpfen möchte und eine Symbiose versucht, aus dem Historischen heraus in die Gegenwart zu ziehen. Und das, glaube ich, ist ein an sich ganz guter Weg, den wir vielleicht auch gehen sollten. Ein bisschen mehr nachdenken über Geschichte täte ganz gut. Dankeschön. Herr Snyder, Ihr Fazit? Well, for Americans, I think that the main lesson is something which I've tried to stress a number of times to my fellow countrymen without any success, and that is, before you begin a major war, you should really think about what the consequences are going to be. For Europeans, I'm just going to repeat something I said a moment ago. It's a lesson that I draw really from spending a lot of time with the diplomatic archives of the 1920s and the 1930s, and recognizing how great the level of distrust was, how awful were the hostilities, how general the problems were, not just the ones we remember, the rise of Nazi Germany, the rise of the Soviet Union, but how general the misunderstanding and the hostility was across Europe in the 20s and 30s. These same states that get along so well now got along so poorly in the 1920s and 30s. So for Europeans, for me, the main lesson of the end of the First War is there is no way back. There is no return to the nation state. The nation state has already failed you. There was never a moment where the nation state was enough. So there is no way back. You're doomed to go forward. That's the lesson. Herr Habsburg, welche Schlüsse ziehen Sie in der Familie? Als Kommunikationsdirektor können Sie ja sicherlich Auskunft geben über eben dieses vergangene Jahrhundert, die Lehren daraus. Und wie verbringen Sie oder Teile Ihrer Familie diesen 28. Juni? Also ja, ich werde einige E-Mails schreiben in den nächsten Tagen, habe ich das Gefühl. Unsere Veranstaltung ist am 28. Juni in Maria Tafal in Niederösterreich, wo die Familie Hohenberg einen Gedenkgottesdienst hat. Ziemlich genau um die Uhrzeit des Attentats, und da stoßen möglichst viele Habsburger dazu. Meine Lehre ist, jede Minute, die in die europäische Idee investiert ist, ist eine gute investierte Idee. Jede Aktion, die Nationalismus überwindet, ist eine gute Aktion. Und ich glaube, bei aller Schrecklichkeit des Ersten Weltkriegs hat er uns ein Werkzeug gegeben, heute Krisen anders zu sehen und vielleicht andere Entscheidungen zu treffen als damals. Ich denke, für mich der entscheidende Moment ist die Kuba-Krise, wo ebenfalls in ganz kurzer Zeit Signale der anderen Seite gedeutet werden mussten, die zu einem furchtbaren Krieg hätten führen konnten, wo sogar ein Ultimatum, eine Linie gezogen worden ist und am Schluss geschafft worden ist, nicht einen atomaren Krieg auszulösen. Und ich glaube, dass Präsident Kennedy sogar 1914 zitiert hat einmal im Zusammenhang mit der Kuba-Krise. Also wir haben heute 1914 als ein Beispiel, um an unsere Krisen ranzugehen und vielleicht nicht zu schnell zu handeln. Dankeschön. Etwas nicht zu tun, wie Timothy Snyder eingangs auch erwähnt hat, was immerhin das Habsburgerreich 600 Jahre gesichert hat. Frau Skobeljanovic? Yes. Well, I come from the theater background, so I tend to see things overly dramatic. And I also come from a Serbian-Montenegrin background, so it doesn't help. And in preparing to write my play about the assassination of Archduke,
I stumble also to some cables, diplomatic cables from the 1940s. And then when you put them together, then you can construct your overly dramatic narrative that explains how easily and very quickly things could escalate. And I loved the cables that Tsar Nikolai and Kaiser Wilhelm exchanged to each other during 1 month just after the assassination and before the war actually started. And they wrote to each other in English, and they were cousins, or they were married to the cousins, I'm not even sure. And they called each other Dear Willy and Dear Nikki. And at the beginning, it's like, oh, my dearest Willy, you know, how lovely to hear from you. Could you see that about this little problem that we have, you know? Of course, my dearest Nikki, I will truly do everything and give my kisses to my cousin. And then when you follow just like this narrative arc, you know, through these cables, during 1 month, it ends with, okay, there is nothing else that I could do for you, Nikolai, you know, or don't cable me again, you, Wilhelm. And then you have a war really exploding, you know, moments after that. So in my theatrical opinion, I would say that things could so easily escalate if you don't pay enough attention. And that we still have so many vivid problems and painful problems in the borders of surrounding European Union that we have to be very, very, very careful not to have these cables again. Vielen Dank. Ich danke allen am Podium hier dafür, dass Sie Ihre Einschätzungen und Gedanken mit uns geteilt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntag.